Und da bin ich auch gleich im Anschluss, werden die Zombies weitergejagt hier in Resident Evil. Wir benutzen das Feuerzeug. Boah. Ab in den nächsten Teil der Stadt. Es geht so schnell mit den Kötern. Richtig cool. Gut, beim letzten Mal sind wir ja schon ziemlich weit vorangekommen. Ja. Wie gesagt, mit meinen beiden neuen Waffen hier und unendlich Munition geht es ja ratzifatzi. So, für den Nemesis-Kampf nehmen wir uns ein... Ja, die beiden müssten eigentlich reichen. Brauche ich sonst noch was? Nee, nicht wirklich. Aber dich, haha, dich nehme ich auch noch mit. Denn später auf Granaten bzw. auf Magnum-Munition möchte ich nicht verzichten. Ist immer noch das Beste gegen den Nemesis. Bisher wurde ich auch kein einziges Mal erwischt. Das wird sich jetzt gleich ändern, das weiß ich. Und ich möchte, da ich die Vermutung habe, dass die Gatling... Warte mal, wie schnell ist er denn? Wie schnell ist er denn wirklich im Anschlag? Okay. Und die Assault? Schon ein Stückchen schneller. Aber ich habe die Befürchtung, die Gatling drückt mehr Schaden raus. Wir werden es auf jeden Fall gleich erleben. Zur Not, Schrotflinte ist noch dabei. Let's go. Stars hier, Stars there. Jetzt läuft er noch ganz normal, aber wehe, du drückst irgendwas. Fight with the monster! Ja, ist ja gut. Oh! Der rennt aber auch sofort hinterher, der Bastard. Na, wie ist es jetzt? Komm, Digga. Aber du sollst doch nicht rennen. Ich will dich doch aus sicherer Entfernung erledigen. Oh, shit. Uah, okay. Okay, okay, okay. Sicher ist sicher. Aha, wer schwächelt denn da? Na, komm hoch, komm hoch. Ah, wie ist es jetzt? Au! Mensch! Mach doch mal langsam! Hilfe! Jill! Leute! Das ist jetzt nicht gut! Das ist jetzt gar nicht gut! Oh, Scheiße! Na toll, viel hätte nicht mehr gefehlt. Puh. Okay. Er ist noch genauso knackig drauf wie vorher. Ja, man merkt doch, dass das Spiel nach wie vor auf schwer ist. Und wir haben die Karte von Brad. Ja, du Kackvieh. Na, dämlicher Sack. Also, doch zwei Heilungen gebraucht. Mann, Mann, Mann. Ah.
Der Typ, ne? Jedes Mal. Er kostet Nerven ohne Ende, der Typ. Ah ne, ist zwar komm, das zweite nehme ich später mit. Es ist das dritte und das letzte. So, gib mir den Code her. Passwort 0513. Hey, so war es beim letzten Mal doch auch. 0513. Das kriegen wir hin. Munition lasse ich liegen, brauche ich ja nicht. Ich habe ja meine beiden Babys. Ach, wer hat hier denn wieder gewütet? Durch die Barrikaden können wir leider noch nicht schießen. Ach ja, ach so. Auf einmal sind sie alle auf der Seite hier, ja? So, dankeschön. Die Notizen von ihm hier nehmen wir natürlich auch mit. Nö. Gleich mal eintippen. 0, 5, 1, 3. Und gleich kommt das Scheißvieh ja schon wieder. Aber wenigstens habe ich dann die Magnum. Ne, Madame. So nicht. Gatling Jill is on the way. Keine Chance. Platz da mit einem Mazda. Gut, da wären wir. Mal wieder. Davids Memo. Na, Kiste, komm her. Stars Karte ablegen brauchen wir nicht mehr. Den Gem brauchen wir auch erstmal nicht. Sowie... zwei grüne und... ja, die Teile A. Gut. Da hinten gab's nichts mehr. So, zuallererst nochmal den Schlüssel holen. Jawohl. Dankeschön. Weil die Schrotflinte könnte ich eigentlich auch ablegen. Ist ja jetzt auch egal. So, was war denn hier nochmal? Ach stimmt, da ging es ja in diesen Konferenzraum. Hört es noch Zombies an? Sind auch Zombies. Der nächste bitte. Noch jemand? Ah. Komm zu Papa. Rote Kräuter, immer gut. Ja, der Typ liegt ja auch geil. Hier, grafiktechnisch. Außen. Okay, da wurde ein bisschen geschlammt. Naja, ist ja nicht schlimm. Hallo, jemand zu Hause? Ich habe zwar schon eine, aber meine eigene nehme ich dann doch wieder gerne mit. Hier können wir auch nichts mehr erledigen. Nö, nö, nö. Lagen hier nicht irgendwo noch Notizen? Nein! Dich will niemand. Hm.
Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt schon alles in den Files haben. Noch nichts vergessen, okay. Okay. Ah, Freunde, ich muss mal einen Schluck trinken gegen einen trockenen Hals. Bin ja ganz... Die Temperatur, ne. Machen auch mir zu schaffen. Ja, vielleicht noch mal kurz was ablegen. So. Du gehst zu deinem Freund, ihr geht mal spielen. Dann so, dann... doch so und du gehst dahin. Und das Messer kommt eigentlich auch ganz weit unten hin. Das arme Messer hat es eigentlich nicht verdient. So gut, wie ich es beim letzten Mal behandelt habe. Aber naja. Los, noch mehr Zombies. Ich glaube, im normalen Spielverlauf wäre die Assault Rifle auch jetzt schon mindestens zweimal leer. Ja, komm nur her. Na, Digga. Mal schön auf die Beine. Okay, der ist fertig. Da die beiden roten Kräuter unten waren, ja, gibt's hier nichts mehr. Und weg mit dem Emblemschlüssel. Huh! Fax vom Waffenladen. Und hier nochmal... Wow! Das Bild vom Stars-Team. Sehr schön. Wesker. Ja doch, ich glaube, da lag noch was unten drunter, oder? Doch nicht. So, Dietrich. Hier gibt es dann auch nichts mehr. Okay, und badabum. Los Granatos Werfos? Was? Letztes Mal war hier die... Nee. Doch, war auch der Granatenwerfer drin, glaube ich. Oder die Magnum? No! Come anyone! Our platoon is cut off! No survivors found! This is Carlos! Send in support unit immediately! Okay. Carlos ruft auf jeden Fall schon mal um Hilfe. Ich wundere mich aber gerade über den Granatenwerfer. Ich hab's. Es ist noch nicht so lange her, aber ich hab's trotzdem schon vergessen. Ich glaube aber, beim letzten Mal war die Magnum drin. Was jetzt kommt, wissen wir alle. Ja.
Wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Au, der trifft. Ah, da ist er ja schon. Mensch, kannst du mir doch keinen so einen Schrecken einjagen. Ah ja. So, Heilung. Okay. Draufrotzen bis zum geht nicht mehr. Heilung einwerfen. Und El Granatos. Ah, oder so. Cool. Ja, die Gatling prügelten auf jeden Fall schon mal gut runter. Den lieben Herrn Nemesis. Vor allem, je länger ich draufhalten konnte aufgrund der großen Distanz, umso besser. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass die Gatling mit der Entfernung an Wirkungskraft verliert. Glaube ich nicht. Hm. Die Schrotflinte auf jeden Fall, das ist klar. So, Granatos Werfos, dich legen wir erstmal hier ab. Gut, puh. Die gemotzte Pistole brauche ich eigentlich auch nicht. Du kommst zu deinen Freunden. Ich hätte mir auch noch keine gescheiten Granaten bauen können. Höchstens Feuergranaten, aber mehr noch nicht. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, liebe Spieleentwickler. Das ist not the yellow from the egg. Okay. Ja. Soweit hätten wir auch alles geschafft. Dietrich dabei, jawohl, sehr schön. Raus hier. Hm, Pulver B wird natürlich sofort mitgenommen. Jetzt könnte ich mir schon Eisgranaten bauen. Werde ich auch tun. Der nächste Nemesis kann sich warm anziehen. Ha, bei Eisgranaten warm anziehen. Ja. Schlechte Witze for the win. Auf jeden Fall. Oh, uns ist Nacht geworden. Und ich hätte auch auf jeden Fall mal auf die Uhr schauen sollen. Ja, gut überzogen. Macht nix. Ich habe mich mitgehen lassen. Ich würde dann einfach mal sagen, bis zum nächsten Part. Euer Slaxi. Ciao.